Sehr geehrter Herr Präsident, werte Vertreter der Regierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Erst einmal begrüßen wir als CSP den interparlamentarischen Dialog, den es in Bezug auf das Thema Klimapolitik und die anstehende Klimakonferenz in Glasgow gegeben hat. Der vorliegende Resolutionsvorschlag ist ein gemeinsamer Text, der in allen beteiligten Parlamenten eingereicht wird. Aus unserer Sicht ist es in der Tat eine absolute Notwendigkeit, dass sich die verschiedenen Gliedstaaten bei der Klimapolitik besser absprechen, gemeinsame Ziele entwickeln und diese auf internationaler Ebene gemeinsam vertreten. Denn Belgien muss Klimaschutz kohärenter und besser machen. Wir alle müssen einen Beitrag dazu leisten, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Die fürchterlichen Ereignisse des Sommers, die Wassermassen, die auf unsere Region und insbesondere auf unsere Stadt Alpen hineingebrochen sind und verheerende Schäden und Opfer gefordert haben, machen spürbar, dass unsere Natur aus den Fugen gerät. Skeptiker werden sagen, es hat immer schon Unwetter und Naturkatastrophen gegeben. Doch die Häufigkeit und Intensität solcher Ereignisse beschleunigt sich durch den Klimawandel signifikant und spürbar. Und das müssen wir ernst nehmen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Generationenaufgabe. Wenn es unser Anspruch ist, unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt zu hinterlassen, in der sie ebenso gut leben können wie wir derzeit, dann ist es höchste Zeit, wenn nicht sogar die letzte Chance, jetzt die nötigen Schritte einzuleiten. Und wir stehen da vor riesigen Herausforderungen. Niemand kann glaubhaft sagen, dass das leicht wird. Das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich weniger als 2 Grad Celsius zu begrenzen und ihn sogar auf 1,5 Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken, ist eine Mammutaufgabe, die alle gesellschaftlichen Kräfte einbinden wird. Aber dieses Ziel ist auch eine absolute Notwendigkeit. Das sagt uns auch die große Mehrheit der Wissenschaftler. Wir müssen jetzt entsprechende Schritte ergreifen, nicht nur als kleine Gemeinde, Gemeinschaft oder Nationalstaat, sondern als Europäische Union und auch als Weltgemeinschaft. Genau daher war das Paris-Klimaschutzabkommen ein so wichtiger Schritt. Kolleginnen und Kollegen, die EU und ihre Mitgliedstaaten haben in diesem Sinne auch gehandelt. Die EU will die Klimaneutralität bis 2050 erreichen und hat für 2030 entschieden, die Emissionen um mindestens 55% gegenüber 1990 zu reduzieren, anstatt lediglich um 40%, wie vorher festgelegt. Wenn wir die Reduktion nämlich nicht entsprechend steigern, erreichen wir nach Berechnungen der EU-Kommission bis 2050 nur eine Reduzierung von 60%. Das erste Etappenziel ist also die Reduktion von 55% bis 2030, um dann die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Das ist nicht nur eine bloße Ankündigung, sondern ein Gesetz, auf das sich die EU-Institutionen, Kommission, Mitgliedstaaten, EU-Parlament einigen konnten. Und das am 29. Juli auch offiziell in Kraft getreten ist. Die EU packt das Thema also glaubhaft an. Zur konkreten Umsetzung dieses Ziels legte die Kommission im Juli dann auch die erste Reihe Initiativen im Rahmen des sogenannten Fit for 55 Packets vor. Das Paket enthält Legislativvorschläge zur Überarbeitung des gesamten Klima- und Energierahmens der EU 2030. Einschließlich der Gesetzgebung zur Lastenteilung, Landnutzung und Forstwirtschaft, erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Emissionsnormen für Neuwagen und Lieferwagen sowie einer Energiesteuerrichtlinie. Die Kommission schlägt unter anderem vor, das Emissionshandelssystem zu stärken, es auf den Seeverkehr auszudehnen und die den Fluggesellschaften zugeteilten kostenlosen Zertifikate im Laufe der Zeit zu verringern.
ein vorgeschlagenes neues Emissionshandelssystem für Straßenverkehr und Gebäude sollte 2025 beginnen und durch einen neuen Klimasozialfonds mit einer Finanzausstattung von 72,2 Milliarden Euro ergänzt werden, um die sozialen Auswirkungen zu bewältigen. Um einen unlauteren Wettbewerb bei Importen aus Ländern zu verhindern, die weniger strenge Klimaschutzziele verfolgen und sich daraus einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, schlägt die Kommission eine CO2-Grenzabgabe vor, also eine Art Zoll auf den Import von Produkten, die nicht klimafreundlich produziert wurden. Dieser Schritt soll auch die Verlagerung von CO2-intensiver Produktion in EU-Ausland verhindern und Arbeitsplätze hier vor Ort sichern. Sehr interessant sind auch die Pläne der Kommission für eine Renovierungswelle, ein Thema, das die DG sicher auch beschäftigen wird. Mit der EU-Renovierungswelle verfolgt die EU ehrgeizige Ziele. Sie möchte unter anderem die Renovierungsquote in den nächsten 10 Jahren mindestens verdoppeln. Hier werden insgesamt viele Zuständigkeiten unserer Gemeinschaft berührt. Der Grüne Deal wird uns alle, also auch in den kommenden Jahren, hier im Parlament beschäftigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt, wie gesagt, viel zu tun. Der ebenfalls in dieser Resolution angesprochene integrierte nationale Energie- und Klimaplan Belgien, den unser Land der Europäischen Kommission 2019 vorgelegt hatte, wurde im vergangenen Jahr recht kritisch bewertet. Unter anderem fehlt es der Kommission an einer kohärenten Herangehensweise. Es mangelt Belgien an einer gemeinsamen Vision. Unser Land wurde sogar dazu aufgefordert, für eine bessere Koordinierung zu sorgen, um Synergien zwischen den verschiedenen Maßnahmen zu erzielen. Da hier in vielen Bereichen die Teilstaaten verantwortlich sind, ist der koordinierte Klimaschutz in Belgien eben eine komplizierte Sache. Solche Eitelkeiten müssen wir aber hinter uns lassen, wenn wir einen effizienten Klimaschutz erreichen wollen. Ein Lichtblick ist in diesem Zusammenhang der Next Generation Wiederaufbaufonds, der Belgien dabei helfen wird, in klimafreundliche Fortschritte zu investieren. Für diesen Wiederaufbaufonds ist explizit festgeschrieben worden, dass die Mittel für Zukunftsziele wie den grünen und digitalen Wandel eingesetzt werden müssen. Der Aufbau- und Resilienzplan Belgiens hat einen Umfang von 5,9 Milliarden Euro und ist im Juni durch die Kommission positiv bewertet worden. Die Kommission stellt bei der Bewertung sogar fest, dass 50% der Gesamtmittel des belgischen Plans für Maßnahmen vorgesehen sind, die den Klimaschutzzielen zugutekommen. Dazu zählen Investitionen in Maßnahmen zur Unterstützung der Renovierung öffentlicher und privater Gebäude, den Einsatz alternativer Energietechnologien wie die Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff oder Reformen und Investitionen zur Beschleunigung des Übergangs zum umweltfreundlichen Mobilität. Der Wiederaufbauplan ist demnach schon einmal ein richtiger Schritt auf dem belgischen Weg hin zum mehr Klimaschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was uns in dieser Debatte als CSP noch besonders wichtig ist, sind 2 Punkte. Die soziale Verträglichkeit der Klimaschutzmaßnahmen und die Unterstützung von Innovation. Es besteht bei all den großen Klimaschutzzielen eine nicht unberechtigte Angst, dass die Kosten des klimafreundlichen Lebens auf die Niedrigverdiener abgeschoben wird. Wer wird sich in Zukunft leisten können, ein CO2-armes Auto zu kaufen? Wer wird sich die Investitionen für mehr Energieeffizienz in seinen eigenen 4 Wänden leisten können? Wer hat das nötige Kleingeld, um sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu packen? Das sind ganz zentrale Fragen, wenn es um den ökologischen Wandel in unserem Land geht. Es darf in unseren Augen nicht sein, dass der Klimaschutz nur etwas für Besserverdiener ist. Und in dem Fall wird der Wandel auch nicht funktionieren. Deshalb sind Initiativen wie der Klimasozialfonds, der von der EU vorgeschlagen wurde, auch so wichtig. Schon heute sind in Europa 34 Millionen Menschen von Energiearmut betroffen. Wir müssen dafür sorgen, dass Energie auch in Zukunft bezahlbar bleibt. Daher schlägt die EU vor, dass ein Teil der Einnahmen aus dem neuen Emissionshandelssystem zur Abfederung sozialer Auswirkungen auf sozial schwächere Privathaushalte,
Kleinstunternehmen und Verkehrsteilnehmer vorgesehen wird. Es wird zu sehen sein, wie genau dieser Fonds aufgestellt sein wird und was die Mitgliedstaaten und in Belgien die Teilstaaten zusätzlich leisten werden, um dieselben Ziele zu erreichen. Aber hier müssen wir tatsächlich wachsam bleiben, damit wir soziale Schieflagen vermeiden. Ein ähnliches Ziel verfolgt auf europäischer Ebene übrigens auch der Fonds für einen gerechten Übergang, mit dem Regionen unterstützt werden sollen, die aufgrund des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft Arbeitsplätze verlieren werden, zum Beispiel in Regionen, die für den Abbau von Kohle bekannt sind. Solche Ausgleichsmechanismen zum Schutz sozial schwächerer Personen sind wichtig, und das dürfen wir auch auf belgischer Ebene nicht vernachlässigen. Neben dem sozialen Aspekt ist uns... Frau Kreuz, Sie haben Ihre Rede bereits um 40 Sekunden überschritten, das bei 10 Minuten. Also Sie müssen doch langsam vielleicht zum Schluss kommen. Ne? Da sehen Sie mal, wie wichtig das Thema ist, Herr Präsident. Nein, ich sehe nur, wie lange Sie reden über die Entschuldigung. Zeit. Entschuldigung. Zusammenfassend unterstützen wir diesen Resolutionsvorschlag. Da kommt es ja schließlich drauf an. Wir sind als CSP davon überzeugt, dass wir die Klimaneutralität bis 2050 unbedingt erreichen müssen und alles in der Hand haben, dieses auch zu schaffen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.